and have a better day tomorrow. 6-8 Kentucky, we're standing by listening. Ja, hallo Funkfreunde und herzlich willkommen zu Teil 3 unserer kleinen Miniserie. Ja, das ist nur erstmal die Technik, danach wird es ja interessant, wenn wir versuchen, das auch wirklich zu machen, nämlich die 100 Kilometer Funken für 100 Euro Challenge. Heute das interessante Thema Funkgerät, ne? Denn die Antennenlösung war ganz leicht, Siro ML145, 49,90 Euro. Und jetzt der vielleicht Kracher, vielleicht Schnäppchen, vielleicht auch ein Reinfall. 48 Euro Neupreis bei einem Händler in Deutschland. 48 Euro. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Budget übrig, aber ich glaube, für 2,10 Euro kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr so viel Funk. Ich will mir da vielleicht irgendwo so ein Stück kleines Verbindungskabel für irgendwas. Ne? Darum würde ich sagen, machen wir das mal auf. Schauen uns mal an, was wir hier von Funkgerät gekauft haben, was da drin ist. Und interessant wird es dann erst in den nächsten Folgen, werden wir damit auf den Berg gehen und versuchen dann die 100 Kilometer zu machen. So, was ist hier noch dabei? Die Rechnung wird sogar noch eingetütet, Freunde. Wir leben 2021-22, da kann man ein bisschen Plastik sparen, ne? Braucht man nicht noch eintüten. Aber da sehen wir nochmal den neuen Preis. Ihr seht, dass ich hier auch keinen Witzel erzähle. 48 Euro. Das Funkgerät kostet tatsächlich 48 Euro, habe ich dafür bezahlt. Sehr cool. Und wir haben hier, boah, das ist ganz schön schwer, ein PNI Escort HP8024 ASQ. Krasses Teil. Okay. Schauen wir mal rein. Ich bringe euch mal ein bisschen weiter runter. Haben auf jeden Fall nicht an Material gespart. Ihr seht schon, das kann man an 24 oder an 12 Volt anschließen. Hat AM, FM. Eine Rauschsperre drin. Jo. Und wir haben das Stromproblem auch gleich gelöst, denn im Notfall, wenn ihr anfangt, ne, wenn ihr eine ordentliche Autobatterie, vielleicht so eine 100 Ampere Batterie im Auto habt, könnt ihr da auch mal eine Weile funken, indem ihr das Ding über die Bordsteckdose, über den 12 Volt Zigarettenanzünder anzapft. Das heißt, wir sparen uns die Kohle, für die wäre eh keine mehr gewesen, für eine andere Lösung. Es sei denn, man kriegt irgendwie so noch eine schöne Batterie für 2,10 Euro. Aber werden wir mal ohne versuchen. So, ich bringe euch jetzt mal hier etwas runter auf den Tisch. So. Ah, sehr schön, eine Bedienungsanleitung, das ist nicht schlecht. Okay, Aufkleber darf nicht fehlen. Okay, sehr schön, hier haben wir einen, das ist auch gut, der Stromstecker ist nicht fest verbaut im Gerät, sondern lose. Das ist auch schön, das Mikrofon ist nicht fest verbaut, das ist auch lose. Ja, denn das macht ein bisschen klapprigen Eindruck, aber hey, Freunde, ich rein, wir reden hier von 48 Euro brutto, das in Deutschland und nicht jetzt irgendwo im Herstellerland. Kann man aber dann auch mal gegen ein hochwertigeres tauschen. Wir haben dabei Befestigungsmaterial, ne, für das Mikrofon. Ja, noch eine zusätzliche Sicherung und zwei kleine Splintringe. Das alles. Nehmen wir das Mikrofon mal daher. Stromstecker. Gefällt mir schon mal, dass alles hier so variabel und lose ist und nicht, dass man irgendwie an irgendwas gebunden ist, dass man nicht tauschen kann. Hier haben wir schon eine schöne Halterung. Dann könnt ihr das Ding irgendwo im Auto vielleicht fest verbauen. Oh, das hat ganz schön Gewicht, dieses kleine Gerät. Sieht man schon, wir haben einen Lautsprecher an der Unterseite. Von hinten. Ah, okay, es kommt ein fester Stecker aus dem Gerät, aber hier ist natürlich die Möglichkeit, wahrscheinlich dann diverse andere Stecker zu adaptieren, ne? Irgendwie auf einen Bananenstecker oder sonst so einen Kontaktstecker und schön an so eine kleine Motorradbatterie oder eine Powerstation oder an was auch immer zu gehen. Es gefällt mir, dass es nicht hier komplett fix dran ist. Eröffnet dir einfach ein paar Möglichkeiten, ohne dass du gleich irgendwie was abzwicken oder so musst.
Das ist cool. Ja. Hinten, da sehen wir gleich ein paar Kühlrippen. Ein Mikro, Antenneneingang. Hier haben wir noch, was steht hier? Exit, EXT Exit. Da kann man vielleicht noch einen externen Lautsprecher anschließen. Wir haben hier eine Versiegelung. So ein Siegelaufkleber. Hier haben wir die Schrauben. Da kannst du dann das Teil hier irgendwo dran schrauben. Ne? Ich finde es auch cool, diese Dinger dann, wenn du sie oben an einem, an so einem Van oben, ne, an die Decke hinmachen kannst und hast dann das Funkgerät da oben, wenn nicht im Fußraum. Okay, was haben wir hier drauf noch? Okay, nochmal die Bezeichnung. Penny Escort HP8024. Made in China. Die werden also in China hergestellt. Folie runter. Sehr cool. Mikrofon AM/FM Kanal 19. Hier die normale Kanalwahl und hier habt ihr noch Lock, eine Tastensperre. Dann bleibt alles erstmal so. Einen Squelch und hier können wir noch ein bisschen, ne, ein Gain, noch ein bisschen das Gespräch, also die Sprachqualität vielleicht etwas verbessern. Das sind jetzt einfache Plastikschalter und hier haben wir den Einschalter und die Lautstärke. Hier sieht man dann so ein bisschen 1 bis 4 die Leistung und dann hier haben wir noch so schöne klassische alte elektronische Anzeige der Kanäle. Nicht schlecht. Ganz schönes Gewicht. Abmessungen irgendwo zum Einbauen, vielleicht noch interessant. Das ist genau 11,5 cm breit. Sind das die Abmessungen vom Autoradio? Nee, ein Autoradio ist breiter. Ne? 11,5 cm nimmt also nicht wirklich viel Platz weg. Wir haben eine Länge vom Gehäuse, sage ich mal so 15,23 bis über die Kühlrippen, müsst ihr rechnen, oder über den Antennenstecker 16,5 cm mindestens. Rechnet mal mit 17, ihr braucht noch ein bisschen Platz hinten dran, muss ja noch ein Stecker dran dann vielleicht. Also wenn das irgendwo in die Tiefe einbaut, noch mit Stecker hinten dran, also so 20 cm, das wäre dann hier hinten. Dass ihr da hinten nochmal 3 cm Platz habt für den Antennenstecker und die Geschichte und die Kabelführung, dass es nicht so ganz abknickt. Aber ich glaube, wichtig zum Einbau ist die Breite mit 11,5 und eine Bauhöhe von 3,6, 3,7 mm. Schnucklig, klein. Ja, könnte man wahrscheinlich mit dieser Halterung irgendwie, auch wenn ihr ein großes Handschuhfach habt, irgendwo von innen in ein Handschuhfach spaxen. Ja. Ich werde es jetzt nicht einbauen, ich werde es mal lose lassen, das ist so schön klein und handlich. Ja, Escort HP8024, 48 Euro und 49,90 € die Antenne. Das heißt, wir sind jetzt auf jeden Fall mal noch unter 100 Euro Budget. Das seht, also man kann da was für bekommen. Sogar beides Neupreis vom Händler mit Garantie. Dann seid ihr da erstmal auf der sicheren Seite und kauft vielleicht nicht was Defektes irgendwie bei eBay. Und könnt da mal in das Hobby reinschnuppern. So, aber die Frage ist natürlich noch, die wir uns alle stellen, kommen wir mit dieser Kombination aber auch 100 Kilometer weit? Also antennentechnisch würde ich sagen, ja. Ob es das Funkgerät dann hergibt, tja, das werden wir dann in den nächsten Folgen mal ausprobieren. Ne? Ein PNI-Sticker haben wir hier noch. PNI, CB Radios and CB Antennas. Kommt hier die Firma her. Hergestellt wird es in China. Aber ist das eine chinesische Firma oder ist PNI auch wieder was Italienisches? Ja, die haben einige Produkte im Sortiment. Ja, im Vergleich zu den anderen Herstellern, wo du schon hier eine President Digit, die Displays, Farbwechsler und weiß der Geier was alles hast, finde ich, das gefällt mir. Das ist noch so ein bisschen nostalgisch mit diesen Schiebeschaltern hier und dieser nostalgischen Anzeige. Gefällt mir. Hat auf jeden Fall wahrscheinlich nicht so viel zum Einstellen. Ja, die haben auch Antennen. Aha. Antennentechnisch sieht es hier wieder aus, fast wie wenn das hier Zukaufartikel von Sirio wären oder nachgemachte von Sirio sind. Haben also auch Antennen im Sortiment. Da wäre natürlich interessant zu sehen, was hier, aber das ist, da gibt es eine, oha. Das ist ja interessant.
Ne, die heißt das, aber stehen aber. Die haben sie eine ML145 und eine ML160, aber beide geben sie hier mit 145 cm an. Ja, die sieht auch aus wie eine ML145. Ich dachte schon, die wären 1,60 m, wäre natürlich auch interessant gewesen. Aber sieht man, die Dinger sind hier gleich lang. Up to 15 Kilometer, ja, aber nicht auf dem Berg, da geht das weiter. Gut, ich würde mal sagen, das war's hier. Interessant wird es natürlich dann meine nächsten Folgen, da schauen wir mal, ob so ein 48 Euro billiges Funkgerät was taugt oder ob das im Griff ins Klo war. Ne? Dann können wir das Projekt, oh, hier sind noch Zertifikate, ne? Okay. Ja, Funken ist halt immer so eine Geschichte, da gibt es viele unterschiedliche Bestimmungen in jedem Land. Sogar richtig aufwendige Zertifikate hier, ne? In jeder Sprache. Okay, Garantieschein und Handelsgarantie. Ja, das ist nämlich wichtig, wenn das die Hersteller nämlich nicht machen. Wie es jetzt bei dem Fall war, von was von einem Funkgerät? Hier diese günstigen, diese Baofeng. Genau, da hat gerade hier das oberste Amt hier da ein paar Geräte aus dem Verkehr gezogen. Die dürfen nicht mehr vertrieben werden, weil sie mangels CE-Kennzeichnung also nicht geprüft wurden oder keine Genehmigung haben. Schauen wir mal in die Bedienungsanleitung noch schnell, ob es die auch in deutschsprachig hier drin gibt. Ja, sehr schön. Gleich geht los auf Seite 14. 40 Kanäle AM/FM. Kein 80-Kanal-Gerät. Ich dachte, das wäre, aber vielleicht muss man erst so noch umschalten auf die entsprechenden Ländercode, damit man dann die 80 freigeschalten. Ja, hier genau, zum Beispiel DE, genau, die Norm ist hier minus 9, dann hat man Kanal 1 bis 40, 4 Watt AM/FM und FM 41 bis 80 FM only, genau. Müssen wir dann also noch umstellen. Standardänderung auf die entsprechenden Frequenzen. Dann haben wir Polen, DE ist hier, RO ist wahrscheinlich Rumänien, UK, United Kingdom. Sehr gut. Das werden wir natürlich noch machen, bevor wir da auf den Berg gehen. Auf DE umschalten. Und dann würde ich mal sagen, steht dem Feldversuch nichts mehr im Wege, hier mal die 100 Kilometer zu knacken. Also Freunde, dann sage ich hier schon mal danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Video. 73, 55. Die Schalter sind cool. Ciao. Have a better day tomorrow. 6-8 Kentucky. We're standing by listening.